Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ersteindruck und hoffentlich auch der Beginn eines neuen Let's Plays. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich, ist es gerade ein bisschen schwierig für mich, ein Spiel zu finden, wo ich längere Zeit dranbleiben möchte. Das Einzige, das mir da jetzt so richtig einfällt, ist tatsächlich Seven Days to Die. Und aber da ich dann zum Spielen doch ein bisschen mehr Zeit habe und auch unglaublich gern spiele, dachte ich mir, ich schaue mich mal so ein bisschen in der Steam-Welt um und schaue, was mir da so empfohlen wird. Und Conan Exiles ist mir da ins Auge gefallen. Und ich wusste von diesem Spiel, aber ich habe es noch nie gespielt tatsächlich. Und deshalb ist das jetzt möglicherweise die Entdeckung eines Spiels, welches ich länger als nur ein, zwei Videos spielen werde. Ich bin im Einzelspielermodus. Das Land der Verbannten. Ich glaube, das hier ist ein DLC, ehrlich gesagt. Und ich fange jetzt einfach mal im normalen Modus an. Ich habe hier noch zivilisiert, was quasi leicht ist. Leute, springen wir rein. Und dann schauen wir mal. Ich habe nur das Basic-Spiel. Ich habe keinen Age of Sorcery oder was auch immer. DLC, keine Ahnung. Und ich bin gespannt, Leute. Ich habe wirklich die Hoffnung. Also, ich glaube, als nächstes habe ich richtig Lust, mal wieder so ein gutes RPG zu spielen. Und da habe ich den Fokus eigentlich auf Cyberpunk, ehrlich gesagt, weil ich das nur knappe 70 Stunden zum Release gespielt habe und danach dann nur noch einmal für so ein großes Update, was aber auch nichts war. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Gibt es hier keine Anzeige? Nee. Männlich. Volk. Chemit. Warte mal, fangen wir mal von vorne an. Hyborianer. Hyborianer sind die Nachkommen der barbarischen Bori-Verehrer. Das reicht mir schon. Cimmeria. Die barbarischen und kriegerischen Cimmeria sind die Nachkommen der antiken Atlanta. Stygia. Und Stygien, König Stesphon, regiert, ist es ein offenes Geheimnis, dass die Priester von Sith die wahre Macht in Händen halten. Himeliana, eingekeilt zwischen den Turianen im Dornen. Okay, gibt's denn dazu... Also bis auf Hautfarbe und Frisur ändert sich hier jetzt nichts, oder? Die haben keine anderen Basics oder was? Nehmen wir die. Religion. Mitra. Spezialisierung, Heilung, Licht. So, ich glaube, das hier ist das, was mich interessiert. Gifte, Gegengifte. Fleischzubereitung, Kannibalismus. Fruchtbarkeit, Tod. Das ist sehr interessant. Spezialisierung, keine. Und Avatar ist jetzt die Frage, ist das nur symbolisch oder kann ich das später beschwören oder was? Wisst ihr was? Den nehmen wir jetzt. Jog, der Herr der leeren Bleibe, ist ein brutaler Gott, der in erster Linie von den Kannibalenstämmen in Darfar verehrt wird. Stimme. The gods are watching. The gods are watching. Death is coming. Cut me down, please. Cut me down, please. Death is coming. The gods are watching. Das finde ich ganz gut. Kopfoptionen. Gesicht. Ja, das sieht mir zu sehr nach Cristiano Ronaldo aus, ehrlich gesagt. Haare. Yes. Augenbrauen, ja. Nicht so. Gesichtsbehaarung. Ja. Komm, machen wir mal so. Ich mag das eigentlich immer ganz gern, wenn die Spielfigur so ein bisschen älter ist. Das finde ich persönlich dann noch immer so ein bisschen glaubwürdiger. Ach, sind die auch morgen.
Faktor. Ich mag das auch in Filmen überhaupt nicht, wenn dann irgendwelche Astronauten 19 Jahre alt sind oder so. Aber im Grunde ist doch völlig egal, oder? Die Gesichtsdetails. Ach Gott. Ja, Leute, keine Ahnung. Ist mir fast egal. Augenfarbe können wir noch machen. So wie moi. So ein bisschen so. Körpermerkmale. Länge. Ja, machen wir nochmal. Nacktheit keine. Maximale Nacktheit auf Server keine. Statur. Ah, das ist die Muskelmasse. Ach. Hier hängt Sullivan Cooper. Hyborianer. Wegen folgender Verbrechen verurteilt. Meuterei, üble Nachrede, Bestechung eines Wachmanns. Wer diesen Körper, egal ob lebend oder tot, vom Kreuz entfernt, wird gemeinsam mit allen Mitgliedern seiner Familie zu Tode geschunden. Bestätigen. During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was transported into the exiled lands, crucified and left to die for crimes that they may or may not have committed. Death comes swiftly on black wings, until fate intervenes. Thirsty, dead man. Shall I cut you down from that corpse tree? It might kill you. You civilized men are soft. Your lives are not nailed to your spines. Where I come from, we kill our enemies in battle. We don't leave them in the desert to die like dogs. So, you live again, dead man. This land does not love men. You are marked. Cross the ghost fence wearing that. It might have been kinder to leave you on the cross. Live. Love. Burn with life. Slay and survive. We will meet again, dead man. Okay. Der Anfang ist gesetzt. Input settings have been updated. A few new input building bindings. No, no, no.
So, da sind wir im Spiel, Leute. Sprinten. Springen. Interact. Inventar. Die schlechte Straße. Handwerk. Rezept Zwirn. Rezept Faser. Bettstadt. Abgedichteter Trinkschlauch. Wissen. Bau. Sammler. Erfordert Steinmetzlehrling. Okay. Eins nach dem anderen. Ich bin sicher, hier wird ein bisschen was erklärt. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Hier schreit schon irgendwo einer. Okay, die Geier. So. Okay. Ich dachte vielleicht Fasern oder so. Obwohl, hier ist ein Baum. Reise J, klettern, trinken, essen. Ja, nett hier. Auf jeden Fall. Also wir sehen oben trinken, essen, dann Gewicht und Körpertemperatur, nehme ich mal an. Kann auch die Umgebungstemperatur sein, die mich dann irgendwie beeinflusst. Muss ich erstmal schauen, was hier eigentlich Phase ist. So, das ist die Ausdaueranzeige. Darüber haben wir die Gesundheit, nehme ich mal an. Und darüber weiß ich es nicht. Vielleicht Schutz. Also Rüstung. Wobei, das wäre auch Quatsch. Soll ich jetzt erstmal hier lang, oder was? Soll ich ein bisschen klettern? Kann ich irgendwas aufnehmen? Na gut. Ich gebe ihm eine. Hey, du Otto. Komm her. Okay. Klettern. Ein Bett oder eine Bettstatt benutzen. Trinken, essen. Ich habe leider nichts. Benötigte Objekte, Zwirn, Ast, Pflanzenfaser. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Benötigt Pflanzenfaser. Sind das hier keine Pflanzen? Okay. Ah! Was war das? Das wird einem nicht angezeigt. Ich sammle Stein. Kann ich aus Stein was bauen? Roh behauener Gesteinsbrocken. Ablegen, aufteilen, Info. Ja, das ist ein Stein. Steinaxt. Ast und Stein. Gib mir mal einen Ast. Da vorne liegt ein Ast. Leute, ich glaube ganz kurz, dass ich mich einmal hier rüber setze. Dann habt ihr auch ein bisschen was davon. Und dann muss ich auch nicht alles vorlesen. 5 Äste, 5 Steine. So. Herstellen. 1 herstellen. Okay, das dauert ein bisschen. So, hier ist meine Kleiderslots quasi. Oder Rüstung. Rüstung 0. Okay, mit dem Mausrad kann ich ein bisschen rein und... Oh! Ja. Halte ich mir offen. Kann ich das jetzt abhauen hier? Eine Handvoll Insekten. Ich dachte irgendwie, dass es dafür Pflanzenfasern gibt.
Okay. Das ist alles, was ich habe. Ast und das. Materialien. Individuell. Name nach Gewicht absteigend. Gib mal irgendwas hier. Pflanzenphase. Vielleicht kann ich die auch einfach so... Ach, Tatsache. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, dass einem das nicht angezeigt wird, dass man hier... Wer ist er denn? Drücke E, um zu interagieren. Geht bei ihm leider nicht. Ich drücke E. Mehr E geht nicht. God's curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Pflanzenfaser. Rezept. Nee, das ist alles nicht. Pflanzenfaser. Ich werde mal da hochgehen, da sieht es mir ein bisschen danach aus. Hier haben wir auch noch Äste. Pflanzenfaser 6. Ach, die brauche ich noch zusätzlich. Zwirn habe ich, Ast habe ich, dann nochmal 6 Pflanzenfasern. Ach doch, ich kann die mehrmals. Ah ja, okay. Alles gut, Leute, ich komme da schon noch hin. Kein Stress. Und alle Zeit der Welt. Ich kann ja in der Zwischenzeit vielleicht mal essen. Genau, habe ich jetzt gemacht. Okay. Ungültige Gebäudeposition. Ja, keine Ahnung. Muss es Stein sein, Boden? Deine Kehle ist völlig ausgedörrt. Wie kann ich denn was trinken? Schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Ich mache gar nichts. Investiere Wissenspunkte, um Rezepte zu erlernen. Ah. Das kann ich bereits. Bettenmacher. Steinwerkzeuge. Die sind noch... Primitiver Koch. Das kann ich auch schon. Leute, mir geht es jetzt gerade so ein bisschen um Belastung, Bewegungsmalus, Erfahrung. Ach, die steigt mit der Zeit, so wie das gerade aussah, oder? Verfügbare Punkte. Stärke. Beweglichkeit. Vitalität. Stehvermögen, Autorität, Kompetenz. Ja, komm. Sammler, Steinmetzlehrling.
überleben. Überlebenskünstler. Holzkiste, eine Holzkiste für die Aufbewahrung von Gegenständen. Krieger, Scharmützler. Das schaue ich mir gleich nochmal an. Ich sollte lieber mal was trinken. Gibt es hier denn so kleine Oasen oder was? Ankleiden, ja, auch das kommt noch. Hier, das sieht doch fast so aus. Hier kann ich doch bestimmt ein bisschen Wasser. Holz. Sehr schön. Ja, hier, es ist grün. Da muss es Wasser geben. Langsam wird dir vor Durst schwindelig. Ja, wem sagst du das? Ich schau doch schon. Ja. Was ist das denn? Leute, ich hab Durst. Könnt ihr vielleicht mal einfach abhauen? Hey, du da! Schade, ich weiß nicht, wie man was trinkt. Keine Ausdauer mehr. Diese Kokosnüsse? Da ist Wasser. Aber da ist auch so ein Gorilla dazwischen. Hau mal ab, Junge. Ich glaube, gegen den habe ich jetzt gerade keine Chance. Da vorne ist ein Feuer und ein Mensch. Verbandenlager auskundschaften. Die kämpfen. Was geht denn hier ab? Wacht mal kurz. Ich muss hier gucken, ob hier Wasser ist. Okay, er trinkt. Also so. Was ist denn mit dir? Ich muss weg. Ich blute. Oh Gott. Kommt die... Aha! Warte, ich gehe gleich drauf. Aber ich hatte keine andere Möglichkeit, Wasser zu finden. Oder sehe ich das falsch? Doch, ich glaube, die hauen jetzt ab. Zuflucht. Gott, was ist denn hier los, ey? So, darf ich jetzt mal ganz kurz hier eine Pause machen? Eins nach dem anderen. So, Waffen, Rüstung. Gib mir mal was. Große Fußwickel herstellen. Für das alles benötige ich Pflanzenfasern. Alles klar. Roger, alles Roger. Auch sehr angenehm, dass man hier mehrmals in so einem Busch abbauen kann. Das sind die Steine. Also diese kleinen zählen nicht, das sind diese größeren hier. So. Wo ist das Zeug jetzt? Ach, das zieht ja automatisch an. Ah, sehr gut. So, als nächstes sollte ich so eine Flasche herstellen. Materialien, Verbrauchsobjekte. Einfache Verbände wäre gar nicht verkehrt. Pflanzenfasern. Also Pflanzenfasern scheinen hier schon mal King zu sein.
ich habe Hunger. Sehr gut. So, ich muss mich mal ein bisschen zurückziehen hier. Hier ist mir ein bisschen zu viel Action. Stell das mal eben her. Was steht da oben? Das ist auch schwer zu erkennen. Ein Bett zum Sieg. Eine geweihte Waffe beschaffen. Sehe ich das richtig? So, Verband. Bandagieren. Okay, das regeneriert Gesundheit. Eine Waffe beschaffen. Das heißt, die wollen nicht, dass ich sie selbst baue. Okay, dafür brauche ich ein Tier. Ja, aber das ist doch keine richtige Waffe, Leute. Konstruktionshammer. Holz und Zwirn. Bin noch im Zwiespalt, ob ich das in First Person oder Third Person spielen sollte. Ich sehe so halt ein bisschen mehr und ich finde es auch eigentlich ganz cool, wenn man die Figur sieht. Die ist ja auch echt ganz schön modelliert, finde ich. Aber gut, Rüstungsgewicht leicht. So, ganz ruhig. Zwirn. Hau mal rein. Zwirn haben wir. Jetzt fehlt noch die Tierhaut und hier fliegt irgendwas rum. Objekte, Bauobjekte. Was haben wir denn mit dem Bogen? Pflanzenfaser, Zwirn und Ast. Ja, das sollte doch wohl möglich sein, oder? Das sind die Steine. Wie viel brauche ich denn? Nee, was war das? Der Bogen. Ich hab's schon. Feuersteinpfeil, Knochenpfeil. Gut, Knochen habe ich nicht. Das habe ich aber. Dann gib mal 3. Was will der da? Was ist mit ihm? Ich kann hier nichts machen. So, gib mir mal den Bogen hier. Keine Pfeile? Wie? Ah, er schießt sofort, okay. Ja, da sehe ich jetzt kein Problem eigentlich, die da oben runter zu schießen. Ich sehe überhaupt gar nichts. Komm, mach mal First Person kurz hier. Das geht damit nicht, alles klar. Ja, das ist natürlich... Na, das ist natürlich absoluter Quatsch hier. Brauche ich gar nicht weiter versuchen. Ich weiß, es gibt mir so ein kleines Signal, wenn ich dann richtig ziele, aber... Sorry, Leute, das genügt mir nicht.
Wenn die landen, dann wäre es ganz cool. Ansonsten schaue ich jetzt mal in diesen Oasen hier, ob da nochmal so eine Schildkröte rumläuft oder so. In der Hoffnung, dass davon auch Leder abfällt oder Tierhaut und Knochen am besten. Ja, ich glaube, von Pflanzenfasern kann man anfangs nicht genug haben. Einen Gegner erschießen. Das hat noch nicht so gut geklappt. Aber der da vielleicht. Shit. Oh, das ist schon besser. Das ist auf jeden Fall machbar mit dem da. Ja, aber den Großen, das soll ich gar nicht erst probieren. Ich glaube, das ist Quatsch. Da läuft ja einer. Ey, warte mal ganz kurz. Oh, ho, ho, ho. Zack. Kadaver tot. Kadaver plündern. Ja, will ich. Tierhaut 3. Sprengdrüse. Ach, die explodieren, wenn die zu nah kommen. Es macht einen ganz ordentlichen Eindruck, ne? Nicht, dass ich gedacht hätte, dass das nicht cool wäre, aber ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Was ist das denn hier? Aber ich habe nicht genug Tierhaut, okay. Aber das macht ja schon ein bisschen Laune. Also ich glaube, ich bin... da noch ein bisschen sehr am Anfang, auch mit dem Bett und so. Also ich befürchte, ich muss da irgendwas bauen, dass ich das da hinstellen kann. So wie jetzt oben links steht Zuflucht. Ich weiß nicht, für mich eine Zuflucht oder das ist eine Zuflucht, in die ich nicht gehen sollte oder was heißt das? Habe ich dem denn Fleisch abgenommen? Eine bizarre Drüse, die für die Herstellung von Sprengstoff genutzt werden kann. Alright. Ja, aber so einer kann ruhig nochmal kommen. Das war schon völlig okay. Ich glaube, in der Nähe von diesen Oasen habe ich die besten Chancen, irgendjemanden zu finden. Der nicht ganz so stark ist. Der hat jetzt 3 Pfeile gebraucht. Das ist, glaube ich, durchaus machbar. Und auch mit der Axt, denn ansonsten sehe ich da keine Waffe... die so richtig sinnvoll ist. Das sind dann doch alles eher Werkzeuge. Läuft hier einer? Nee, ne? Ja, ist ein bisschen schwierig. Der Sound kommt und dann... Okay, ich sollte meine Pfeile nicht so verballern, glaube ich. Dann schaue ich doch lieber mal, ob ich so fündig werde. Schutz suchen mit dem Hammer-Symbol. Okay. Muss ich mal schauen. Ist immer noch nicht, was der oberste Balken zu sagen hat, aber er geht allmählich runter. Ist das vielleicht Sonneneinstrahlung oder sowas? Dann bin ich natürlich gespannt, was es hier später für Rüstungen gibt und so weiter.
und was hier möglich sein wird. Eine sättigende Mahlzeit einnehmen, okay. Ich bin ja spezialisiert auf Fleischherstellung und Kannibalismus, sollte also kein Problem sein. Das ist auch irgendwie so merkwürdig. Aber ich glaube, das deckt einfach nur ab, dass man vom Startpunkt irgendwo hingehen kann und überall sollte man dieses Buch finden. Ansonsten würde es wirklich keinen Sinn machen. Ich muss nochmal eben bei Wissen reinschauen. Bau. Steinmetz-Lehrling. Treppenbauer-Lehrling. Stufe 20. Kosten 5. Ja, mich interessieren eigentlich eher so Wände und sowas, Leute. Mystiere Wissenspunkte. Stufe 7. Ich bin auf Stufe 7, sehe ich das richtig? Ah ja, hier. Stufe 7. Verfügbar 7 Punkte, ausgegeben habe ich 2. Dekoration. Okay. Waffen. Krieger. Dein Magenknot. Aderlasser Einhandwaffen. Stufe 10. Okay, dafür brauche ich eine höhere Stufe. Dafür noch höher. Erfordert Weber. Okay, das habe ich aber. Stufe 0, Kosten 0. Also möglicherweise kann ich das schon. Ja, da hier blicke ich noch nicht so ganz durch. Das ist mir ein bisschen... Also das ist immer eine Frage der Zeit. Steinmetz-Lehrling. Überliefertes Wissen. Suchen. Wow. Ich mache auf jeden Fall mal... diese Sachen nach oben. Verbrauchsobjekte. Hier habe ich halt auch nichts, womit ich kochen könnte oder so. Und hier bei Bauobjekte gibt es auch nur diese beiden. Denn ich habe schon Holz. Nochmal J. Ah. Nee. Ein Werkzeug herstellen. Essen, trinken. Einen Gegner erschießen. Der Schmerz hat deine Gedanken vernebelt. Mehrere Tage unter den schrecklichen Bedingungen haben deinen Geist angegriffen. Du hast dich zum Schutz in dich selbst zurückgezogen. Du musst schlafen, um die Ereignisse zu verstehen und deinen Verstand zu ermöglichen, dich auf die Zukunft umzuorientieren. Du brauchst nur einen sicheren Ort, wo du loslassen kannst. Stelle einen Bettstatt her, platziere sie in der Welt und benutze sie. Dadurch wird die Bettstatt zu deinem Respawn-Punkt. Okay, ich vermute, das hängt mit diesem Zufluchtsignal oben zusammen. Überlagerung mit anderem Objekt oder Gelände. Ist hier vielleicht eine Zuflucht, so ein bisschen... Es regnet auch noch. Nicht genug Bodenkontakt. Da, habe ich es gerade richtig gesehen? Nee. Okay, das ist mir noch nicht ganz klar, was... Was... Ah! Sehr gut. Spawnpunkt aktualisiert, okay. Zerlegen, interagieren, abbrechen, platzierbares Objekt bewegen, zurück ins Inventar.
einen schweren Finisher mit einer Waffe ausführen. Ich würde eigentlich ganz gern Feuer machen, liebe Leute. Wie kann ich denn ein Feuer machen? Das ist alles, was ich weiß, ja? What? Ach, das sind die DLCs, kann das sein? Werte, Effekte, Angriff, ah, okay. Gesamtschaden, Hitzeresistenz, Kälteresistenz. Okay. Biografie hinzufügen. Gut, ist vielleicht im Singleplayer ein bisschen witzlos. Leute, ich will doch einfach nur ein Lagerfeuer machen. Bettenmacher. Ein bequemes Holzbett. Klappbett. Das schalte ich damit frei. Sehe ich das richtig? Fackel. Brauche ich nicht. Dein Magen knurrt. Ich weiß. Das weiß ich bereits. Das weiß ich. Feuerschalenkessel. Lagerfeuer. Hier. Großes Lagerfeuer. Hier. Bau. Ich hau jetzt einfach mal raus. Das sind jetzt Rampen und so. Ich bräuchte tatsächlich lieber eine Wand oder ein Fundament oder irgendwas. Die sind nur Treppen. Was hat's denn damit auf sich? Gitter? Das grüne Zeichen hier vielleicht auch ein DLC-Symbol? Kann das sein, liebe Leute? So, Holz 5, Steine 10. Kann ich die auch direkt hier abbauen? Ja, kann ich. Okay. So. Lagerfeuer. 3. Öffnen. Leibeigener Lagerfeuer. Holz plus Fleisch plus Play gleich gebratenes Fleisch. Habe ich nicht. Kann ich das hier essen? Eins ist Holz. Fleisch. Da ist irgendein grüner Dunst. Das werde ich mal lieber lassen. Brauche auf jeden Fall ein bisschen was zu essen. Eine sättigende Mahlzeit, so wie es heißt. Ich will da eigentlich nicht runterspringen, aber... Ah, doch, hier ist okay. Kann ich hier was aufsammeln? Nee. So, wo seid ihr denn? Bringt mir das was anderes? Nee, auch Pflanzenfasern. Ah, gegen so einen Großen muss ich es gar nicht erst probieren. Das ist ein Mensch. Kann ich den essen? Ich bin Kannibale. Das ist kein Mensch. Hier, du Otto.
Tierhaut. Was leuchtet denn hier so? Das bin ich, oder? Ja. Okay, das heißt, das Ding kann ich aber jetzt herstellen. Das war nur leider kein Tier mit Fleisch, deshalb... Da oben ist noch einer. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht lieber... Genau, ein Abhäutemesser herstellen sollte. Ob das dann Fleisch bringt. Na? Es wird Nacht. In der Hoffnung, dass das dafür benötigt wird, um dann eben Fleisch damit rauszuholen. Weil die Axt ist vielleicht ein bisschen zu grob, aber ich weiß es nicht. Also kann auch Quatsch sein. Tierhaut, Sprengdrüse, nee, ist nicht so. Okay. Ich sollte ein paar Pfeile herstellen. Okay, Steine. Dein Hunger beginnt dich zu schwächen. Ja, das ist natürlich schlecht. Aber ohne Pfeile kann ich leider auch nicht sonderlich gut... Vielleicht erstmal ein paar Insekten fressen. Da sind Samen dabei. Dann befürchte ich, muss ich mich mit den Typen da anlegen, um entweder Menschenfleisch zu fressen, zu essen. Was geht denn da oben ab? Oder eben... Ah, die kämpfen jetzt gegen den. Das könnte natürlich... So, ihr Ottos. Ja. Yeah. Ich mache einfach null Schaden. Aua. Nein, er bleibt stehen beim Bandagieren, Junge. Nee, das ist nix. Nein, geht mal weg, bitte. Danke. Sind die immer noch da? Nee, okay. Irgendwann lassen die ab. Ja, das ist natürlich blöd jetzt. Gib mal nochmal Bandagen. Es wird allmählich heller wieder, oder? Ja, der Mond verschwindet. Ja, ist natürlich blöd. Ich glaube, ich habe auch nicht die richtige Bewaffnung, um das... Was ballert er denn so weit nach oben? Ach, das Symbol ist, wenn ich maximale Power habe. Jetzt checke ich es. Ich dachte, das wäre... Sie hat einfach mal das größte Schwert der Welt. Okay, warte mal. Nein! Hopp! Oh.
Wo ist sie? Wieso ist sie weg? Das könnte meine Chance sein. Hungrig. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. Jetzt stehen die da wieder. Was geht denn hier ab? Scheiße. Ich glaube, hier werde ich nicht happy an der Ecke. Ich muss dringend irgendwo eine Stelle finden, wo es was zu essen gibt. Mich wundert es ja, dass es hier keine Früchte oder sowas gibt. Also ich meine, die Insekten, das ist ja schon mal was, aber... Irgendwie so eine schöne Mango oder sowas. Auch keine Tiere mehr dabei, keine Insekten. Eine Handvoll Insekten, da haben wir es. Vielleicht ist das erstmal die Lösung. Vielleicht geht es momentan nicht anders, bis ich richtig gejagt habe. Da sind die nächsten Menschen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Da sind Tiere, Antilopen oder was? Mist. Komm mal her. Nein! Aber nicht schlimm. Warte mal, gib mal die 5 nochmal. Ich hab dich gleich, du Otto. Zack. Kämpfer. Ah. Alles plündern. Ciao. Hier, hier, hier. Das können Früchte sein. Junge, hau mal ab kurz. Ja. Der muss kurz von mir ablassen. Ich glaube, das sind Früchte in diesen großen Büschen. Ist er weg? Ja, ne? Ne, da läuft er. Ah, der kämpft jetzt. Ich glaube, ich habe ein paar Pfeile abgesandt. Aber ich befürchte, ohne Jagd ist es hier nicht möglich. Also, außer... An jeder Ecke stehen die. Außer ich finde hier, da. Das hier. Was ist das? Aloeblätter. Hm. Da drüben Tiere. Was ist denn 6? Lebensmittelvergiftung. Geil. Menschenfleisch. Oh, shit. Kann ich Aloe einfach so... Heilung beendet. Ach, Aloe kann ich einfach so essen. Ich hab doch Menschenfleisch. Das sollte doch eigentlich funktionieren jetzt. Lebensmittelvergiftung bin ich leider nicht so sicher, wie ich die überkommen kann. Da sind noch mehr Tiere. Ja. Ja. Er ist auch verschwunden. Egal, ich mach's jetzt erstmal mit dem Menschenfleisch und dann wird sich zeigen, ob das genügt oder ob das ein großer Fehler ist. Also roh sollte man es schon mal nicht essen. Mir macht auch der obere Balken ein bisschen Sorgen, weil ich nicht weiß, was das ist. Ich kann mich nochmal eben heilen. Ja, das ist ganz gut. Im Laufen kann man immer so ein bisschen was einsammeln.
Zuflucht. Ich muss nur meinen Dings wiederfinden. Ich glaube, sowas wie eine Map oder so. Alter Schwede. Bitte was? Oh Gott. Das könnte schon die Lösung sein. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Holz. Ich sollte nochmal einen Baum umhauen. Nicht, dass ich nicht genug habe. Und dann schaue ich mal, ob das mit dem Kannibalismus so stimmt. Oder ob vielleicht jeder einfach Menschenfleisch essen kann. Und dann ist ja auch ein schwerer Finisher. Ja, das weiß ich nicht. Da muss ich mal schauen, was das ist. Also ich weiß schon, was es ist, aber wie man das macht. Schutz suchen. Keine Ahnung. In 17 Minuten läuft das Menschenfleisch ab. Also alles, was verzehrbar ist, hat so einen Timer drunter. Bis auf die Aloe-Pflanze. Da war der nicht. Mach mal an, mein Freund. So. Wo hau ich das hin? Benutzen, nehmen, alles nehmen mehr. Gekochtes Menschenfleisch. So, ablegen, benutzen, aufteilen. Fleisch anderer Menschen. Essen. Ja, ganz richtig. So, wissen, hier gibt es jetzt Neues. Also das ist mir noch nicht ganz klar. Ich vermute, das ist doch original DLC-Symbol, oder nicht? Aber dennoch, Treibgut Mauer. Kann ich nicht einfach eine ganz normale Sandsteinfundament? Konstruktionshammer, den brauche ich. Reparaturhammer. Oh, Keule und Schwert, das ist gar nicht verkehrt. Da ist er. Was ist das denn hier eigentlich? Färbemittel. Cimmerierblaues. Aha. Bauinventar. Aha. Türrahmen, Sandsteinmauer. Außensteine. Wie viel brauche ich? 30, ne? Die Frage ist halt, ob ich tatsächlich dieses Fundament benötige. Oder ob ich einfach... Okay. Das war die Antwort. Okay, also 12 Millionen Steine sammeln. Was brauche ich hierfür? Steine, alles klar, Leute. Das war die Ansage. Bausteine. Ich glaube tatsächlich, es wäre leichter, wenn ich... Spitzhacke habe.
Steinpickel. Dann kann ich das doch... Ah, das ist echt, ja, das ist sauber, Leute. Kann ich nicht noch extra einsammeln? Okay. So, machen wir das erstmal so. Jetzt der Hammer dazu. Jetzt haben wir doch Spaß hier, oder? So. Gib mal ein bisschen noch Fundament. Das war's schon wieder? Ach, Holz. Reparieren. Minus 4 Steine. Okay. Es dauert tatsächlich auch ein bisschen. Gekochtes Menschenfleisch. Leute, macht schon Bock, ne? Ich weiß nicht, inwiefern das später dann in so eine Fantasy-Richtung abdriftet, die ein bisschen extremer ist als das jetzt, weil das ist jetzt aktuell sehr harmlos, wie ich finde. Da bin ich eigentlich nicht so der größte Fan von, aber mal schauen. Vielleicht fällt das nicht so sehr ins Gewicht. So, machen wir doch erstmal so. Nee. Haben wir einfach... Geht das so? Jawoll, Leute. Der 1A. Läuft doch. Ich brauche nur mal eine richtige Waffe. So eine richtige Waffe einfach. Steinschwert. Was ist das denn da für ein Symbol eigentlich? So, dann habe ich ein Steinschwert. Das dauert noch ein bisschen. Dann bin ich vielleicht ein bisschen besser im Kampf. Eine Fackel einsetzen haben wir noch. Wo haben wir es denn? Kurz zur Seite und gib mir das. So, zack. Spezialangriff, ausweichen, blocken. Auch hier kann ich nicht in die First-Person-Perspektive. Nicht ablegen.
So, dann haben wir das erstmal. Dann essen wir noch mal ein bisschen was. Dann will ich mal eben schauen, wie viel stärker dieses Schwert jetzt ist. So, Kampf an sich ist gar nicht so schwer. Also man kann schon ganz gut sich bewegen und alles. Aber die Frage ist halt, ich will halt nicht 100 Mal auf einen einprügeln müssen. Und ich befürchte, wenn ich das wirklich ernsthaft, sagen wir jetzt einfach mal, 30 Stunden spielen möchte, ja? Das ist keine Zeit für so ein Spiel, glaube ich. Aber jetzt einfach nur mal so als Ansatz. Für diejenigen unter euch, die das schon mal gespielt haben oder ein Let's Play gesehen haben, geht das ohne diese ganzen DLCs oder ist das dann so ein bisschen, ist das dann doch eher so eine Art Demo? So, komm mal kurz her hier, du Otto. Oh, explodiert! Junge, aber gibt's dafür was? Jetzt ist der weg, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Grafisch ist das übrigens alles auf Ultra für diejenigen, die das interessiert. Ist mir gerade so eingefallen, weil da hinten sich das Gras so ganz langsam aufbaut. Nee, ich glaube... Tierhaut, Wildfleisch, okay. Ja, die Pfeile muss ich ausgerüstet haben, so wie es aussieht. Ich wollte noch gar nicht schießen, aber danke. Ja, sehr schön. Nein, ich will den, der schon verletzt ist. Hör mal auf zu schlagen. Du bist down, mein Freund. Ah, die Knochen, sehr gut. Waren einlagern, ja, dafür brauche ich so eine Kiste. Aber ja, das Schwert ist um Längen besser als die Axt für sowas, was eigentlich auch klar war, aber jetzt habe ich tatsächlich auch die Bestätigung. Ich werde diese Insekten mal eben essen, weil die laufen schnell ab und machen keinen großen Unterschied, nehmen aber einen Slotplatz ein. Wo ist denn meine Hütte? Ach, da vorne. Ja, auch das so Sachen. Also sollte ich damit jetzt anfangen als Let's Play, dann ist eben die Frage, gehe ich von hier aus weiter oder fange ich nochmal neu an? Keine Ahnung, kann ich gerade nicht sagen. Ich muss unbedingt was trinken. Wie kann ich denn das hier? Oh, habe ich schon. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen Wasser holen und dann kann ich ja vielleicht Knochenpfeile herstellen. Einen einzigen habe ich. Das habe ich jetzt nicht im Blick gehabt, aber... Ja, ich glaube. Okay. Erstmal Wasser. Einfach geradeaus. Ah, Mist.
nein! Ja, die Ausdauer. Ich muss unbedingt auf Ausdauer leveln irgendwie. Da sind noch die beiden. Okay, die kämpfen immer, wenn ich vorbeikomme. Was ist denn bestimmt Schaden, den du mit beweglichkeitsbasierten Waffen verursachst? Vitalität, Maximalgesundheit. Autorität bestimmt den Schaden, den deine Getreuen verursachen. Habe ich nicht. Mut bestimmt die Größe deiner Ausdauerreserven. Zack. Auf jeden Fall schon mal ein Riesenunterschied, was die Ausdauer angeht. Was heißt das mit dieser Zuflucht da oben? Das ist mir nicht klar. Das ist... Heißt das, ich komme einer anderen Zuflucht nahe? Oder das ist ein Ort für eine Zuflucht? Ein potenzieller? Bin ich überhaupt noch richtig? Ja. Das sind Eier. Her, Schildkrötenmann. Da! Ah! Schmackhaftes Fleisch. Genau das brauche ich. Leute, wo ist denn jetzt das Wasser eigentlich? Kühlend. Ich habe getrunken. Ah, die 4 ist vollgeladen, alles klar. Ja, hätte ich auch früher Wasser haben können, so wie es aussieht. Nee, obwohl... Ja, ich bin auch wirklich an der ungünstigsten Stelle, also da ist ja wirklich gar nichts. Aber ist nicht weiter schlimm. Die schlechte Straße, da begann alles. Tatsächlich wäre hier wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Und hier gibt es eben verschiedene Stellen. Das sieht mir noch sehr heiß aus hier. Und hier kommt Schnee mit so einem Vulkan in der Mitte. Und das sieht eigentlich ganz attraktiv aus hier drüben. Ein bisschen fruchtbarer Boden und so weiter. Frage ist halt... Was haben wir hier? Leibeigenen Fänger? Okay, also manche Dinge kosten nichts zum Freischalten. So wie diese Sachen. Werkbank des Rüstungsmachers. Sehr schön. Leute, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir diesen Ersteindruck. Ich bin ein bisschen hooked, ehrlich gesagt. Ich finde es ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie lange mich das jetzt hält. Aber, ich finde es ganz cool eigentlich. Ich glaube, ich bleibe da ein bisschen dran und schaue nochmal. Vielleicht erstmal ein bisschen off-camera, um zu schauen, ob wie in welche Richtung das alles führt und so. Aber alles in allem ist das auf jeden Fall eine Option für mich, das hier noch eine ganze Weile weiterzuspielen. Also, wir sehen uns beim nächsten Spiel, im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin. Ciao.